So, haben wir alles soweit vorbereitet? Ich deaktiviere nochmal die Krankenstation und aktiviere die Waffen, damit wir gleich beim nächsten Sprungpunkt nur die Schilde aktivieren müssen. Sprung. Wo können wir hin? Wir können dahin, dann dahin, dann dahin. Aber die Rebellen sind noch recht weit weg. Also mache ich es andersrum. Wir springen erst dahin, dann dahin, dann dahin. Und je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, auch noch dahin. Also da oben. Ein automatischer Rebellen-Scout mit zwei Schilden. Oh. Und es startet seinen Sprungantrieb. Also sollten gleich beide auf das Ding erschießen. Oh, und dieses Mal mache ich das nicht mit dieser Warteschlange, dass sie schießen sollen, sobald sie aktiviert sind, sondern ich deaktiviere wieder beide und warte, bis beide wirklich voll sind, damit sie gleichzeitig schießen können. Weil wenn sie jetzt einfach so verzögert schießen würden, könnten sich die Schilde in der Zwischenzeit regenerieren. Oh, Sauerstoff ist kaputt. Ihr beide repariert den Sauerstoff. Wow. Okay. Beide Laser sind fertig. Wir haben vergessen, die Schilde zu aktivieren. Das sollten wir nachholen. Krankenstation auch noch. So. Und jetzt schießen bitte beide Laser auf deren Antrieb. Antrieb ausgeschaltet. Sehr schön. Oh. Ja, das mit den Schilden hätte echt nicht passieren sollen. Burst Laser ist fertig. Ich warte noch kurz auf den Hüllenlaser. Autsch, 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 autsch. Alles auf deren Waffensystem. Sehr gut. Sauerstoff wird langsam echt ein Problem. Das Feuer brennt immer noch. Du hilf mal kurz da aus. So, ihr beiden in die Krankenstation. Du guckst, ob noch irgendwo anders was brennt. Oh, da brennt. Oh. Du hilfst mal. Ne, komm, wir lassen das Feuer da unten so, wie es ist. Du läufst da oben hin. Wir machen hier die Türen auf. So. Oh, hier brennt alles. Hier brennt echt alles. Laser sind fertig. Zerschießen wir schnell das andere Schiff. Dann können wir uns hier um das Feuer kümmern. Du solltest nicht sterben. Ihr beiden. Drei Treibstoff, eine Drohne, 24 Scrap. Okay. Ihr beiden helft da aus. Du läufst schnell zur Krankenstation. Du läufst schnell zur Krankenstation. Da machen wir die Türen auch auf, damit das Feuer da ausgeht. Und hier mache ich einfach auch mal auf, falls es da auch brennt. Ist ja echt übel. Also ja, die Kämpfe werden langsam schwieriger. Ihr beiden könnt wieder zurück. Ihr beiden könnt geheilt werden. So. Machen wir immer die Türen auf. Da hinten mal wieder zu. Damit sich der Sauerstoff verteilen kann. Jetzt heißt es eigentlich nur abwarten. Also, dass entweder irgendwo das Feuer durchbricht oder dass der Sauerstoff sich verteilt hat. Machen wir hier mal die Räume auf. Damit der ganze Sauerstoff, der da drin ist, sich auf die anderen verteilen kann. Und gucken mal. Da ist soweit gut. Du, da rein. Hier geht's auch. Kein Feuer, kein Feuer. Sehr schön. Alles okay. Muss auch nichts mehr repariert werden. Nö, nö. Gut, alle Türen zu. Und jeder auf seinen Posten. Pilot ist eh, wo er sein soll. Remus in seinem Schildraum. Kurz ist bei den Waffen. Johnson kommt dahin. Vivi Mord kommt dahin. Und hier wollen sie kommen zum Antrieb. So, das hätten wir auch überlebt. Aber ja, es wird langsam anspruchsvoller. Die Schiffe werden von Sektor zu Sektor schwieriger. Und wir können jetzt nach da springen. Wieder ein automatischer Rebellen-Scout und wieder mit zwei Schilden. Diesmal haben wir aber auch Schilde. Das ist schon mal ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Trotzdem dürfte das schmerzhaft werden. Der sieht ähnlich bewaffnet aus wie wir. Nur hat er einen einfachen Burst Laser, der nur zweimal schießen kann. Und einen Heavy Laser, der auch nur einmal schießen kann. Aber wir sind auf jeden Fall überlegen. So, Burst Laser ist fertig. Höhenlaser noch nicht. Also alles auf die Waffen. So. Jetzt kann ich schon mal ein bisschen was auf Vorrat programmieren, denn wir dürfen durch die Schilde durchkommen.
Und sonst gibt es nichts zu tun. Schilde sind angeschlagen. Schilde sind immer noch angeschlagen. Oh. Hätte ich vielleicht doch warten sollen, bis beide fertig sind. Denn die Schilde von den Gegnern regenerieren sich teilweise richtig schnell. So, Burstlaser ist fertig, Höhlenlaser ist fertig. Schieß auf den, schieß auf den. Und kaputt. Sehr gut. Zwei Raketen, eine Drohne, 27 Schrott. Wir haben jetzt 137. Damit könnten wir fast schon noch einen Schildpunkt uns kaufen. Aber ich glaube, ich spare das lieber für etwaige Sachen, die wir uns kaufen können. Wie zum Beispiel die Tarnvorrichtung. Also springen wir einfach. Wo wollen wir hinspringen? Wir können nach da unten. Und wenn wir von hier nach da springen können, dann können wir auch bestimmt von da nach da springen. Also gehen wir mal dahin. Ich hätte jetzt langsam gerne einen Händler. Ein schwer beschädigtes Föderationsschiff versteckt sich im Nebel. Bevor du aber Zeit hast, um Kontakt aufzunehmen, verschwinden sie. Wir können versuchen, sie zu verfolgen. Aber unsere Scanner werden bestimmt wieder nicht ausreichen. Aber versuchen können wir es trotzdem. Nö, eure Suche ist hoffnungslos. Schade. Der hat uns bestimmt was Schönes überlassen. Weil wir ihnen geholfen haben. Aber na gut. Die Rebellen kommen immer näher, aber ich denke, wir können auch noch dahin springen. Jedes Fitzelchen ausnutzen. Und hier ist nichts außer Statik, also Rauschen. Nee. Oh, oh. Das ist jetzt nicht nett. Also einmal ist da ein Hilferuf, den wir auch sehen können, weil wir jetzt aus dem Nebel raus sind. Also das ist ein Hilferuf, das heißt, wir könnten wahrscheinlich ein Raumschiff abschießen, was Scrap gibt. Und wir könnten ein Raumschiff retten, was nochmal Scrap gibt. Und da unten ist ein Geschäft, wo wir unser Scrap ausgeben könnten und uns reparieren. Yeah. Aber ich glaube, wenn wir da runterspringen, könnte das extrem knapp werden. Also springen wir erstmal hier hin, wieder in den Nebel, damit sie nicht so schnell vorankommen. Danach springen wir zu dem Hilferuf und danach springen wir zum Ausgang. So, ein Piratenschiff kommt kurz nach uns an. Es scheint Schmuggler zu sein. Angriff. Jo, grüne Schilde, aber nur ein Schildpunkt. Da dürften wir mit unseren Lasern recht schnell durchkommen. Wir warten wieder, bis beide aufgeladen sind und schießen dann auf was? Auf das Waffensystem. Wusch, 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 wusch. Grüne Schild ist weg. Sehr gut. Unsere Schilde sind voll. Kommen sie gar nicht erst durch. So muss das sein. Das heißt, wir müssen gar nicht das Waffensystem ausschalten. Schießt mit dem Burstlaser auf das Schildsystem und mit dem Hüllenlaser einfach nur auf die Hülle. Ah, sie versuchen zu fliehen. Sie wollen aufgeben. Ja, der Hüllenlaser hat sehr viel Schaden verursacht. Sie geben uns 3 Raketen, eine Drohne und 22 Scrap. Nö. Ich will eure Waffen haben, eventuell. Oder irgendwelche andere Ausrüstung oder einfach mehr Schrott. Eben waren es 22, jetzt sind es 26 und eine Reparaturdrohne. Die repariert unsere eigenen Systeme, falls sie beschädigt sind, was ganz praktisch sein kann, aber braucht auch 2 Power und braucht überhaupt erst einmal das Drohnensystem. Na gut. Können wir alles immer noch verkaufen. So, Sprung. Wir springen zu dem Notsignal. Gucken wir mal, vielleicht ist ja auch eine Falle. Ein kleines Zivilschiff fliegt zu uns herüber, sobald wir ankommen. Wir sind bereit zu kämpfen, aber sie informieren uns, dass sie keinen Treibstoff mehr haben. Also wir können jetzt Treibstoff geben. 4 Stück. Wir haben noch 14, das ist eigentlich okay. Oder wir können uns entschuldigen und weiterfliegen. Ich gebe dir mal den Treibstoff, vielleicht kriegen wir irgendwas zurück. Wir geben ihnen den Treibstoff. Und sie bedanken sich, aber wir haben nicht viel, was wir euch anbieten könnten. Aber guckt euch mal an diese Sektoren. Guckt euch mal diese Sektoren-Scans an, die wir genommen haben. Unsere Karte wurde geupdatet. Wir wollten eigentlich gleich hier raus, da bringt uns die Karte nichts.
Nee, komm, wir springen zum Ausgang. Das war jetzt schlecht getimed. Hätten wir vielleicht doch früher hinfliegen sollen. Und kein Zwischenfall, wir können sofort weiterspringen. Sehr schön. Nächster Sektor. Wir haben die Wahl zwischen nix. Ein Slug Home Nebula. Slugs ist auch eine Rasse. Halt von schneckenartigen Wesen. Gucken wir mal. Die Slugs, die hier in diesem Nebel leben, sind Leisure-Centered. Leisure ist halt gemächlich, entspannt, sowas in der Richtung. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Der nächste Satz heißt nämlich, alles im Leben der Slugs ist auf das Ziel ausgerichtet, mehr Währung zu bekommen. Und mehr Zeit zu bekommen, in der sie es ausgeben können. Ah doch, dann macht das Entspannte doch Sinn. Also ihr Leben ist echt darauf ausgelegt, mehr Geld zu verdienen, um dann besser entspannen zu können. Ja. Dies führt zu sehr viel Treachery. Also Zwistigkeiten und Hintergehen im Weltall. Also können wir damit rechnen, dass sie versuchen, uns zu überfallen oder dass sie uns schlechte Deals geben wollen, um uns abzuzocken. Müssen wir mal gucken. Wir springen erstmal einfach weiter. Sehen wir irgendwo ein Geschäft? Nein, sehen wir nicht. Aber wenn sie so finanziell ausgelegt sind, dann müssten die doch irgendwelche Geschäfte hier haben. Oh, ein Schwarzmarkthändler. Jetzt könnten wir eine Waffe kaufen. Auch wenn ich eigentlich relativ zufrieden mit unserer bin. Also zerstören wir lieber das Schiff. Angriff. Hat eh nur einen Schildpunkt. Das zerpflückt mir in der Luft wie gar nichts. So, warten wir kurz, bis der Höhlenlaser auch fertig ist. Oh, aber sie schießt mit Raketen. Das ist gar nicht gut. Also du schießt bitte auf das Waffensystem. Schaltet es hoffentlich auch damit aus. Ja, und der Höhlenlaser schießt einfach so auf die Hülle. Ah, wir haben nur eine Waffe ausgeschaltet. Okay, schießt nochmal mit dem Burstlaser auf das Waffensystem. Jetzt ist es ganz ausgeschaltet und Höhlenlaser auf die Hülle. Versuchen zu fliehen. Burst Laser auf die Antriebe. Komm schon. Oh. Sie wollen aufgeben. Sie bieten 2x Treibstoff, den wir langsam auch gut gebrauchen können. Eine Drohne, 24 Scrap und ein Scrap Recovery Arm. Ich glaube, der sorgt dafür, dass wir bei jeder Begegnung, wo wir Scrap bekommen würden, mehr Scrap bekommen. Das nehmen wir also auf jeden Fall an. Und gucken uns das Ding gleich mal an. Ist eine Augmentation, davon können wir 3 Stück drin haben. Und ja, jedes Mal, wenn wir Scrap bekommen würden, bekommen wir 10% mehr. Das ist doch sehr schön. So, wir müssen mal noch ganz kurz die Sensoren reparieren. Und währenddessen können wir einen kurzen Rundgang machen, ob irgendwo irgendwas brennt. Auch wenn wir eigentlich nur da getroffen wurden. Aber man weiß ja nie. So, nö, nö. Nö, nö, ist alles gut. Zurück auf deinen Posten, zurück auf deinen Posten. Und ich hätte echt gerne Händler. Wir haben inzwischen 187 Scrap und wir haben auch ein paar Sachen zum Verkaufen. Also sollte ich vielleicht mal das Schiff ein wenig weiter ausbauen. Wir könnten mehr ausweichen, wir könnten noch mehr Schilde. Dafür bräuchten wir 100 Punkte, um Schilde 2x zu steigern. Und dann nochmal 50 Punkte, um den Reaktor zu erweitern. Das könnte sogar klappen, das mache ich mal. 1, 2. Obwohl, dann haben wir keinen Scrap mehr, um eventuell den Tarnantrieb zu holen. Den hätte ich doch sehr gerne. Ah, Entscheidung, Entscheidung. Nee, komm, Schild muss erstmal sein. So. 37 Punkte, ist okay. Und 3 Schildpunkte. Ja, da kommt nichts mehr durch. Also jedenfalls vorerst. Und wir springen weiter. Wir springen da oben hin. Entweder ist dieser Teil des Nebels von den Slug deserted, also verlassen, oder es ist zu dicht, also der Nebel, dass die Slugs überhaupt unsere Gegenwart wahrnehmen können. Wir sollten weiterziehen. Okay, dann ziehen wir doch mal dahin weiter. Dieser Teil des Nebels scheint total leer zu sein, bis ein kleiner Slug-Transporter und seine Eskorte
plötzlich durch die Wolken treten, nur um ein paar Sekunden später wieder zu verschwinden. Also auch nichts. Weiter. Und da kommen die Rebellen auch schon. Wir gehen jetzt mal hier unten rum, um dann da lang zu fliegen. Obwohl, wir können auch dahin und dann dahin und dann weiter. Die sind ja noch weit genug weg. Ja, springen wir doch erstmal dahin. Oh, ein Mantis-Angriffsschiff hat hier wohl Slugs gejagt. Aber sie greifen uns an. Okay, sie haben zwei Schildpunkte. Sie haben anscheinend einen Sie haben gerade einen Teleporter benutzt. Oh. Sie haben wohl irgendwo. Wo zur Hölle sind die? Ah, da oben. So, du hilfst da mal mit. Wir wurden gebordet und unsere Sauerstoffzellen wurden angegriffen. Das ist gar nicht gut. Oh, der kriegt richtig Schaden. Du fließt bitte. Du fließt bitte ganz schnell. So. Und da sind auch noch Mantis. Das heißt, die machen doppelt so viel Schaden. Du solltest auch noch mithelfen. So, Waffen sind fertig. Wir schießen auf. Auf was schießen wir? Waffensysteme, damit sie uns weniger Schaden zufügen. Sie dürfen nicht durch die Schilde durchkommen. Wir schießen einfach auf deren Schilde, damit wir das nächste Mal einfach haben. So. Schilde angeschlagen, nicht mal zerstört. Vivimord kriegt sehr gut Schaden, aber sie haben es geschafft. Da kommt aber eine Rakete auf einer unangenehmen Flugbahn Richtung Triebwerke. Du geh mal dahin reparieren. Du geh einfach weg. Du gehst in die Medical Bay und du reparierst damit. Ah, ist vorbeigeflogen, sehr schön. So, Sauerstoff. Sauerstoff ist bei 77%, das ist noch okay. Burst Laser ist fertig, Höhlenlaser noch nicht. So, jetzt ist Höhlenlaser auch fertig. Wieder alles auf die Schilde. Schilde komplett ausgeschaltet. Sehr gut. So, Remo. Remo geht zu den Schilden. Hutz geht zu den Waffen. Du gehst in die Medical Bay, du gehst in die Medical Bay und du gehst zurück zu den Antrieben. Hülalü. So, sobald Laser... Die reparieren die Schilde schon wieder. Okay, sofort draufschießen. So, Schilde wieder kaputt. Dafür sind unsere Türen defekt. Kommst du überhaupt rein? Ja, kommst du. Hilf du mal mit. Und der Höhlenlaser schießt einfach auf deren Hülle. Kaputt. Sehr schön. Ein Treibstoff, eine Drohne, 43 Scrap. Weiter. Sauerstoff ist inzwischen wieder okay, außer in diesem Raum, wo da wohl irgendein Leck war. Das heißt, die beiden müssen gleich wieder zurück zur Krankenstation. Was haben wir noch? Guck du mal ganz kurz, ob hier irgendwo noch was ist. Vielleicht haben die auch irgendwo ein Feuer gelegt, bevor sie da angegriffen haben. Nee, schaut gut aus. Jo, alles sauber. Zurück auf seinen Posten. Ihr beiden ganz kurz in die Krankenstation. Und wieder auf Position. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Cut. Und sehen uns gleich wieder.